Moin, willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Mit einer kleinen Päuschen zwischendurch starten wir nun wieder fresh ins Game. Offscreen habe ich ein paar Minions gefarmt, wie man anhand der Zahlen vielleicht erkennt. Das übersteuert mein Mikrofon gerade so ein bisschen. Tja, der Ton zickt heute ein bisschen rum. Ich habe keinen Plan, worin das liegt. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Wenn nicht, muss ich irgendwas in der Nachbearbeitung mal gucken. Aber das hat euch ja alles nicht zu interessieren. Falls es dann doch das Endergebnis scheiße wird, tut's mir leid. Ja, dann zurück ins Game. Retter des Fräuleins in Not! Anführer der Feurigen! Naja, ich hau sie lieber nicht. Aber was ich noch nicht gemacht habe, ist hochgeguckt. Ah, da seid ihr ja. Eigentlich bin ich anderes gewohnt als diesen Ort, aber ich werde einfach das Beste daraus machen. Lasst mich euch herumführen. Es gibt hier nicht viel zu sehen, aber wenn man ordentlich putzt, wird es sicher ganz nett. Hieraus könnte man gut etwas machen. Ein Schlafzimmer, ein Speisezimmer und sogar einen privaten Verhörraum. Sehr gut. Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Das Licht würde eure Reichtümer gut zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Ich will nur mein Geld. Ja, typisch. Prinzessinnen. Dies hier ist das Herzstück eures bösen Territoriums. Ich habe aus allem Möglichen, was so herumlag, ein Modell eures Turms gebaut. Ich bin ziemlich einfallsreich. Krass. Punkt der Turm weiterentwickeln. Okay. Erstmal gucken, welche Flagge wir nehmen. Die Flagge nehmen wir. 10 Gold. Ah, das ist genau richtig. Her damit. Was soll's. Okay, da weiß ich tatsächlich noch nicht, was es bringt. Okay, roter Teppich sieht auch fett aus. Der Thron auch. Nice, die sehen auch dekadent aus. Aber das ist mir alles zu teuer momentan. Eure kleinen Engelchen sind wirklich kostbar, nicht wahr? Also, was haben wir noch? Was das? Führst du mich noch weiter rum, oder? Oder war es das jetzt, hä? Kommt da noch was? Jetzt selber. Ah, wahrscheinlich muss ich die anderen Räume erst. Nee, doch nicht. Ah, doch. Die sind leer. Okay. Okay, okay, cool, cool, cool. Ah ja. Das, Gemach. Oder meint sie das mit Verhörzimmer? Das Töten ist nicht der einzige Weg. Wie ich sehe, habt ihr das verstanden. Noch nicht. Ja, okay, gut. Dann hier ist ein bisschen Customizing. Das können wir gerne machen, wenn ich mal ein bisschen zu Geld gekommen bin. Sprengmeister von Wilfried Wanst! So. Was sagt denn die Agenda? Die Agenda sagt, finde den Ausgangspunkt der Seuche in Himmelsspitze, finde einen Eingang nach Himmelsspitze, suche den Eingang zum Elfenwald. Träger des Stahls! Himmelsspitze. Das war relativ einfach, den Eingang zu finden, ehrlich gesagt. Ich hatte schon schwierigere Missionen. Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen. Fühlt sich an wie zu Hause. Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle, heilige Höhlen, liegt in ihrem Zentrum wie eine Fliege auf einem Dunghaufen. Seht, mein Freund, das Lager ist inzwischen ziemlich voll. Wir können leider niemanden mehr aufnehmen. Und für eure kleinen Freunde ist es ohnehin zu spät. Ich glaube nicht, dass das ein Flüchtling ist.
So wie er gekleidet ist, ist er unterwegs in Richtung Stadt, nicht umgekehrt. Ihr möchtet also da rein? Ist dieser Kerl komplett wahnsinnig? Ihr wisst von der Seuche, oder? Und von den Zombies? Die Stadt wurde abgeriegelt. Befehl von Fürst Ferdinand, Paladin und Statthalter. Er hat sogar seine Hochzeit abgesagt. Und bei dieser Frau überlegt man sich das zweimal. Wenn ihr mit euren Kreaturen ein wenig herumgehen wollt, macht das. Wenn ihr lange genug sucht, findet ihr vielleicht einen Weg nach drinnen. Aber ich warne euch, es ist nicht sicher und wir werden euch nicht helfen. Wir haben im Lager schon genug zu tun und die Zombies sind noch das kleinste Übel. So, gucken wir mal, ob wir den direkten Weg einfach nehmen können. Ich erwarte es zwar nicht, aber... Okay, ist wahrscheinlich eher für den Rückweg gedacht. Wie war denn das? Okay, hier liegen Leichen, okay. Hier Flüchtlingslager. Ganz viele Schafe. Nice. Und eine Höhle. Ihr seht euch meine Schafe an. Haltet eure Kreaturen von meinen Mädchen fern. Oh, komm zu mir, kleine Schäfchen. Ja, 10 von 10. Plündert. Raubt. Mordet. Wir brauchen die Energie. Das wäre halt mega fett, wenn die respawnen würden. Wenn ich mal, wenn ich überlege, dass ich, wenn ich wirklich dicke Rüstung mir schmieden möchte, dann brauche ich halt echt Unmengen an Schergen. Lebensenergie gedöns. Das ist halt eigentlich nicht so einfach. Weil kommt mir so eine Schafsherde eigentlich wie gerufen, weil die sind leicht zu töten. Bring safe. Das reicht. Die Orbs. Achtung, Mädels! Was war das denn? Wo ist Hack bei dem? So, okay, Friedhof. Friedhof. Da gehen wir aber noch nicht längst. Okay, da geht's zurück zum Portal. Die Höhle sieht auch sehr verdächtig aus. Aber, okay, wir können nichts machen. Ha. Ja, gucken wir uns mal das Flüchtlingslager an. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein. Wenn ich es sage, er ging in diese Schenke, seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Also wir helfen den Leuten ja auch ein bisschen damit, weil dann haben sie nicht mehr so viel gepackt. Die Ritter sind wirklich furchterregend. Sie sind zu still. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Okay, es wiederholt sich. Gut, da kommen wir nicht weiter, da brauchen wir die Blauen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Ja, danke, Kamera. Die Ritter sind wirklich furchterregend. Sie sind zu still. Was ist das? Was geschieht mit mir? Geht weg von mir! Geht weg! Geht weg! Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob vielleicht Feuer tatsächlich effizienter gegen Zombies ist. Ja, also, ziemlich Feuer ist immer die gängigste Waffe gegen Untote gewesen. In jedem Spiel. Die hier wollen eine Ausnahme machen. Hey, guter Mann, hierher! Ich sehe doch da noch Loot, los! So, was willst du von mir? Hm? Ihr sucht nicht etwa einen Weg nach Himmelsspitze? Ihr seid echt wahnsinnig. Aber meine Familie ist noch da drin. Also seid ihr vielleicht genau der Wahnsinnige, den wir brauchen. Seht ihr den Kanal da drüben?
Ich habe ihn beobachtet und ein paar Flüchtlinge rauskommen sehen. Es waren nicht viele und einige sahen nicht gut aus. Gar nicht gut, aber wenn ihr rein wollt, probiert's. Wenn ihr Wasser überqueren wollt, müsst ihr zunächst die blauen Schergen finden. Sie müssen hier irgendwo sein. Sie werden von feuchten Gebieten angezogen. Ihr wollt das Lager nicht verlassen! Nee, warte mal, warte mal. Okay, ich versuche gleich mal, die Roten da irgendwie cool zu positionieren, so dass ich vielleicht von hier aus schon die ganzen Zombies platt machen kann. Okay. Okay, die schießen einfach hardcore daneben. Okay, probieren wir es doch mal. Hier? Ja. Besser. Was zum Teufel soll das? Wollt ihr, dass ihr euch das Gehirn aus dem Schädel saugen? Die droppen halt auch nichts, so wie das aussieht. Lol. Okay, Rückzug. Nein, nicht ihr! Achtung! Sie kommen! Ihr weht alle! Ach, scheiße, ich hab vergessen zu gucken, wie man den Zauber wechselt. Ich bin gerade so auf. Okay, die halten nicht viel aus. Denn da? Oh, da, das sieht nach einem blauen Nest aus. Oh. Ist das der Succubus? Das sieht nach einer Succubus aus. Eine Succubus. Ja, sehr gut. Die armen, missverstandenen Mädchen. Sie wollen doch nur ein bisschen Liebe. Ein bisschen Tod. Genau wie wir alle. Lol. Ja, nee, lass mal. Okay, die macht Schaden. Auf da jetzt. Oh, sie ist down. Okay. Okay, gut, hier kommen wir, wie gesagt, nicht weiter. Nice, neues Portal. Gleich. Aufstocken. Okay, da kommen wir nicht weiter. Okay, wir brauchen die blauen. Die hatte ich da hinten ja gesehen. Die Frage ist, ob ich da hinkomme. Noch einen Mana-Stein aus und Blut. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte.
Okay, mein Instinktiv würde ich jetzt sagen, ich brauche erst die Grünen, um den Giftschleier da wegzumachen. Eiermanner hat zugenommen. Nice. Ja, wenn ich die da hinschicke, dann sterben die doch alle. Das ist doch nicht der richtige Weg. Natürlich. Die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht er und holt euch ihr Nest. Ich komme hier gar nicht durch. Oh, ich habe Schaden gekriegt. Ah, da habe ich nicht auf meine HP geachtet. Scheiße. Ja, das lief nicht so gut. Retter des Fräuleins in Not! Sprengmeister von Wilfried Wanst! Die Zauber ändert, aber... Träger des Stahls! Ist hier noch irgendwas? Fällt mir gerade so auf. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Okay, nee. Okay. Ja, schade. Da habe ich leider meine Schergen alle verloren gerade. Ja. Aber... Ah, eine Sache habe ich noch nicht probiert. Die Scheiße anzuzünden. Natürlich. Die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht ja, und holt euch ihr Nest. So, aber Shortcut können wir schon mal öffnen. Ja, und ich habe halt den Verdacht, dass ich irgendwas übersehe. Aber für mich kommen wir da erstmal nicht lang. Die Schafe respawnt. Okay, die hier auf jeden Fall. Ihr wollt das Lager nicht verlassen! Nice, hier ist auch alles wieder da. Ja, dann. Führen dann wieder die ganze Scheiße nochmal. Die Ritter sind wirklich furchterregend! Sie sind zu still! Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Die Ritter sind wirklich furchterregend! Sie sind zu still! Oh Gott, ja, ist ja okay. Wiederholt ich euch konnte halt. Zum Glück fliehen, bevor sie die Stadt abgeriegelt haben. Fürst Ferdinand hat die anderen eingesperrt. Zusammen mit diesen Dingern. Nice, die Schafe sind auch wieder da. Das ist sehr gut. Ein bisschen meine Verluste hier wieder ausgleichen, die ich gerade gemacht habe. Und dann gehen wir mal auf den Friedhof gucken. Weil die Alternative wäre ja, dass wir in den Wald gehen. Aber das sah bis jetzt noch so sekundär aus, aber... Na, wer weiß. Nehmen wir erstmal hier längst. Naja. Yeah.
Okay, die sind tatsächlich relativ leicht zu besiegen. Das gefällt mir eigentlich momentan ganz gut. Da wir ja nicht so hundertprozentig ausgerüstet sind. Kann ich? Nee. Okay, schade.